Durchfall, Bauchschmerzen oder Blähungen. Das kann ein gereizter Darm sein. Die Ursache sind häufig kleinste Risse in der Darmwand. Dagegen hilft Kitimea Pro. Kitimea Pro legt sich auf die geschädigte Darmwand wie ein Pflaster. Kitimea Pro, wie ein Pflaster für den gereizten Darm. Herzlich willkommen zu Ad-Hoc24 am 6. September. Zum Deutschen Apothekertag in Düsseldorf wird Gesundheitsminister Karl Lauterbach nicht persönlich erscheinen, sondern wird am Mittwoch, den 26. September, nur per Video zugeschaltet. Damit er trotzdem den Unmut der Apothekerinnen und Apotheker zu spüren bekommt, sollen an jedem Nachmittag alle Apotheken für 3 Stunden geschlossen bleiben. Außerdem soll Lauterbach zu 6 Fragen Antworten geben, die die Abda ihm gestellt hat. Als erstes Bundesland überhaupt will Thüringen einen Zuschuss für Apotheken auf dem Land zahlen. Das Förderprogramm wird gerade final abgestimmt und soll rückwirkend zum 1. Januar in Kraft treten. Die Förderhöhe wurde ursprünglich von 40.000 auf 45.000 Euro angehoben. Dem Vernehmen nach ist eine Distanz von 6 Kilometern vorgesehen. Auch gestaffelte Beiträge sind noch im Gespräch. Welche Kriterien die Apotheken erfüllen müssen und wie das Antragsverfahren abläuft, ist dagegen noch nicht bekannt. Weil Arzneimittel mit der Wirkstoffkombination Amoxicillin-Clavulansäure für Kinder knapp sind, soll ein Import aus den USA den Engpass abfedern. Doch es gibt Probleme, den Packungen liegt keine Dosierhilfe bei und auch die für die Rekonstitution nötige Markierung fehlt. Wie die AMK informiert, will Puren bei zukünftigen Lieferungen das notwendige Dosierzubehör beilegen. Der an aktuelle Corona-Varianten angepasste Impfstoff von BioNTech soll ab der Woche vom 18. September erstmals in den Praxen zu bekommen sein. Das bestätigte das Bundesgesundheitsministerium auf Anfrage am Mittwoch. Bestellungen dafür können Praxen nach Angaben der Kassenärztlichen Bundesvereinigung bis kommenden Dienstag bei Apotheken einreichen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen.